Hallo alle zusammen. Heute kommt endlich, also ich habe mir wirklich Zeit gelassen, das Video zu meinem Wanderrucksack, den ich mir gekauft habe. Ich verlinke euch in die Infobox auf jeden Fall das Unboxing und erster Eindruck-Video, das ich gemacht habe, in dem ich natürlich auch versprochen habe, einen Eindruck des Rucksacks nach dem Urlaub zu geben. Das jetzt schon ewig her ist. Auf jeden Fall folgt jetzt die Review. Also als erstes hat er mir wirklich gute Dienste geleistet. Der Rucksack war wie im Auspackvideo schon zu erwarten, qualitativ wirklich gut für so ein günstiges Modell. Er hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, in Zukunft, wenn wir mit Handgepäck reisen, auf Rucksack umzusteigen und nicht mehr den kleinen Trolley mitzuschleppen. Allerdings gleich vorweg, das 60-Liter-Modell von Mountaintop ist nicht handgepäckstauglich. Also die Rückenlänge, die fest ist, hat alleine schon 60 cm. Und bei den Handgepäckstücken sind ja, ich glaube, 55 cm. Die obere Grenze. Nichtsdestotrotz hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich ein schweres Teil auf dem Rücken hatte. Er hatte auch nur, also ich hatte für 10 Tage Laos und Thailand gepackt. Da brauchst du ja nicht so viele dicke und schwere Sachen. Und ich hatte so 11, 12 Kilo. Ich habe keine Ahnung, ich glaube normalerweise, wenn man mit Rucksack wandert, sind die dann doch ein bisschen schwerer, wenn man die Ausrüstung dabei hat. Aber für so einen Backpack-Trip reicht er definitiv aus. Der Rucksack war allerdings dann auch sehr voll. Ich habe Packtaschen benutzt, solche Packcubes. Die verlinke ich euch auch in die Infobox. Um das Ganze ein bisschen zu sortieren. Wer genau den Aufbau wissen will, schaut sich bitte das erste Video an, weil das packe ich jetzt nicht nochmal alles rein. Aber wir können mal oben anfangen. Die Reißverschlüsse haben gehalten, obwohl ich ihn wirklich sehr strapaziert habe. Was ein bisschen blöd gemacht ist, ihr seht das hier, man kann dieses Deckelteil. Ist ni nicht sehr mit Gummizug gearbeitet. Also nur hier so kleine Stücke. Ich blende euch ein Bild ein, denn es war leider dann so, dass dieses Teil einfach oben so aufgesessen hat. Das hat nicht schön abgeschlossen. War aber bombenfest. Es war jetzt nicht so, dass das runtergefallen wäre und auch wenn er nicht so voll gewesen wäre, hätte es auch festgesessen. Aber es sieht halt ein bisschen doof aus. Wenn ihr das Foto seht, wisst ihr, was ich meine. Die Schlaufen und alles, was so dran ist, habe ich großzügig genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte hier oben, hatte ich meine Reise-Yogamatte drin. War auch super. Ansonsten seht ihr hier hinten das Rückenteil. Wirklich super. Also ich bin sehr begeistert. Die Pfeife musste ich Gott sei Dank nicht benutzen. Die ist. Wo ist sie denn? Hier ist die Pfeife. Die ist dann über der Brust und dann pfeift ihr einfach so rein. Ansonsten habe ich die Regenhaube Gott sei Dank nicht nutzen müssen. Ich wollte sie auch nicht probemäßig auspacken, weil ich bei Schlafsäcken oder so auch das Problem habe, dass ich die Sachen niemals mehr richtig reinbekomme. Deshalb habe ich sie drin gelassen und hoffe einfach, dass sie mich in einem Regenschauer nicht im Stich lässt. Was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, mein Freund wollte eigentlich den Rucksack mit nach Asien nehmen und hatte dann gesagt, oh du, der ist aber kaputt. Da ist unten das Zwischenteil zum Schuhfach ist ausgerissen. Und das habe ich dann einfach so hingenommen und habe gesagt, was?
das kaputt und habe Mountaintop geschrieben. Da muss ich leider sagen, servicetechnisch, die antworten halt einfach nicht. Ne? Also wenn ihr da, ich denke, wenn ihr in der Garantiezeit seid, ist das kein Problem. Aber ich habe 3 Mails geschickt und es kam einfach nichts zurück, gar nichts. Muss ich sagen, finde ich nicht in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz wollte ich dann jetzt zu diesem Review-Video, habe ich meinen Rucksack dann nochmal rausgenommen und habe gedacht, wo ist denn diese kaputte Stelle? Und habe dann gesehen, Kruschel, Kruschel, dass hier an den Seiten, wo es nach hinten geht, ich filme euch nochmal rein, ich weiß nicht, ob man das so sieht, dass da so Öffnungen sind. Und das ist nicht rausgerissen, sondern das sind einfach Lüftungsteile, damit halt, wenn man von oben packt, die Luft nach unten ausweicht und sich nichts staut. Also da ist nichts kaputt. Es kann natürlich sein, dass das Stellen sind, die irgendwann mal einreißen. Aber jetzt nach meinen Reisen ist da nichts passiert. Ja, also, das war's eigentlich schon. Viel mehr kann ich euch nicht sagen. Von mir gibt es preis-leistungsmäßig wirklich eine Kaufempfehlung. Nochmal, ist keine Werbung, also nichts Bezahltes oder so. Ich habe den mir selbst gekauft, aber tatsächlich bin ich echt begeistert von dem Teil. Für mich geht es jetzt 3 Wochen nach Kanada. Ich bin mal gespannt, ob ich mein Zeug reinbekomme, denn dort ist ein bisschen kälter als in Thailand und in Laos. Also könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht platztechnisch einfach nicht passt. Wir wollen zwar auch in der Hälfte waschen, aber ganz ehrlich, wenn ihr da eine Softshelljacke, gut, die habt ihr an, aber 2, 3 Sweatshirts dabei habt, wird es halt in so einem Rucksack schon ein bisschen happig. Die Hardcore-Wanderer sagen jetzt wahrscheinlich, nee. Aber für mich als Mädchen, ich brauche da so ein bisschen mein Zeug und ja, deshalb muss ich mal schauen, ob ich ihn jetzt mitnehme. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat, auch wenn es ewig gedauert hat, bis es denn endlich online kam. Aber besser spät als nie. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß und Erfolg auf der weiteren Suche nach eurem Rucksack. Bis dann. Tschüss.